Hallo Leute, grüßt euch wieder bei Meinex One im Kanal. Ja, wie ihr seht, ein Hardware-Check, eine Wasserkühlung, eine NZXT Kraken 73. Aber bevor wir darauf wieder eingehen, schauen wir uns erst das 360 Grad Rundumblick-Video an. Wir haben hier jetzt die 360 mm Variante von Kraken, das ist ja die X73, aber es gibt auch eine X73 RGB. Der einzige Unterschied an dieser Stelle ist eigentlich, dass dann die 120 mm Lüfter auch noch RGB gesteuert sind. Ist eigentlich ein bisschen schade, weil Enermax macht das ja bei allen Wasserkühlungen. Deswegen finde ich es ein bisschen traurig, dass die Lüfter hier nicht beleuchtet sind, besonders wenn man einen Preis aufruft von um die 170 Euro. Ja, was aber nicht heißt, dass wir hier keine RGB-Beleuchtung haben. Hier ist natürlich die Wasserpumpe oder der CPU-Kühler RGB beleuchtet. Das sehen wir hier auch auf dem Foto, das NZXT ist einmal beleuchtet. Das kann man sogar gerade stellen, wenn man die Pumpe aus irgendeinem Grund andersrum draufbauen muss, weil vielleicht sonst die Kabel nicht passen. Von daher ist das an der Stelle auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und wir haben außenrum noch eine RGB-Steuerung und das kann man natürlich alles über die NZXT-Software, die man auf dem Windows installiert, steuern. Dort kann man natürlich auch die Lüftergeschwindigkeit einstellen oder noch andere Sachen. Und angeschlossen wird das Ganze über einen USB-Anschluss direkt auf dem Mainboard. Das finde ich eigentlich eine gute Sache. Was ich jetzt an der Stelle schon wieder ein bisschen schade finde, dass die 120 mm alle einen extra Anschluss haben fürs Mainboard. Ich verstehe nicht, warum man hier nicht einfach, ja, wie bei manch anderen auch, ich sag's mal so, einfach eine Angel nimmt oder die ineinander stecken kann. Da gibt es eigentlich schon wirklich coole Systeme, die sowas als Problem theoretisch ablösen, weil es kann ja sein, dass man auf dem Mainboard einfach nicht genug Anschlüsse hat. Ja, und so müsste man sich jetzt leider noch ein T-Stück oder noch einen Verbinder kaufen. Ist eigentlich an der Stelle schade und finde, das muss auch nicht sein. Kommen wir noch einmal zu dem CPU-Kühler. Der ist nicht gerade klein. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man das aufs Board setzt. Da kann schon mal passieren, dass vielleicht, ich sag's mal so, die Schläuche von der Wasserkühlung an den RAM stoßen oder auch umgekehrt an die Spannungswandler. Da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. Die Größe von dem, oder eher gesagt von dem, sind 8x8. 5,5 cm. Also es ist schon wirklich ein schöner großer Block, was aber natürlich auch ein Vorteil ist, weil ich drehe es mal gerade. Wie man hier sieht, da ist natürlich eine super Kühlfläche drauf, Leute. Und das ist natürlich dann auch schon wieder an der Stelle ideal. Damit man das natürlich ohne Probleme in ein, ich sag's mal so, Gaming-Gehäuse einbauen kann, muss man wie hier ein bisschen auf die Maße achten. Ja, ich sag's mal so, ohne Lüfter hat das eine Breite von 27 mm. Und wenn ich dann noch den Lüfter da drauf packe, wie man es hier auf dem Bild sieht, dann liege ich bei 5,1 cm. Das muss man immer ein bisschen im Auge behalten. Es kann natürlich sein, dass man dort an Komponenten vom Mainboard anstößt. Ja, und wenn es dann ganz scheiße läuft, ja, dann kriegt man das Ding einfach leider nicht rein. Ihr könnt hier, wie man hier sieht, beide Varianten anschließen, Pull oder Push. Das bleibt jedem selbst überlassen oder einfach beides. Das geht natürlich auch. So, kommen wir natürlich zur alles entscheidenden Frage, auf welchen CPU oder welchen Sockel passt diese Wasserkühlung? Ja, die passt eigentlich überall drauf, vom Intel 1200 oder 1151 oder einen anderen Sockel, bis hin zu AMD Ryzen mit einem AM4 oder auch die anderen Sockel. Und es ist auch wirklich leicht drauf zu schrauben. Eigentlich braucht man wirklich nur einen Schraubenzieher draufsetzen, fertig. Im Normalfall ist auch schon der CPU-Kühler oder ist erstmal so hier die Wasserkühlung schon vorbereitet, dass ich die nur noch draufsetzen brauche. Ich brauche eigentlich keine Paste, aber weil ich die schon einmal im Einsatz hatte, ist natürlich hier die Paste schon wieder entfernt worden. Oh, wäre vielleicht cool, wenn sie noch eine dabei legen würden, aber das ist leider nicht der Fall.
Kommen wir jetzt einfach mal zum Fazit bei dieser Wasserkühlung. Ja, wir bekommen hier auf jeden Fall sehr gute Kühlleistung, aber ich sag's mal so, bei der Größe hätte mich das auch verwundert, wenn das nicht so gewesen wäre. Ja, die entscheidende Frage ist an der Stelle, lohnt sich eine 170 Euro Wasserkühlung oder reicht uns nicht auch einfach eine Enermax Wasserkühlung, die es in der gleichen Größe gibt für ungefähr 110 Euro, wo sogar die Lüfter noch RGB gesteuert sind? Tja, da würde ich sagen, das ist jetzt reine Geschmacksfrage oder vielleicht auch eine Designfrage. Ich würde fast sagen, nein, nicht unbedingt. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Und damit bin ich raus, Leute. Haut Kommentare raus. Wir sehen uns. Lasst ein Abo da. Bis dann. Ciao.